So, also, wo waren wir stehen geblieben? Gestern Abend, kurz vor Mitternacht. Heute, wie gesagt, wenn ich es durchhalte, machen wir Minimum 3 Stunden jetzt Age of Empires. Ich will da vorankommen. Also, 4 Missionen haben wir. Jetzt geht es ins Jahr 1141 zu Lincoln. Das ist aber kein amerikanischer Präsident, ne? Also nicht Lincoln, sondern, ihr wisst schon. Das ist ein Ort, oder? Lincoln. Die Anarchie. Kaiserin Matilda verfolgte ihre Ansprüche auf den englischen Thron und goss damit noch mehr Öl ins Feuer des Bürgerkriegs. Erste Schlacht von Lincoln. Hört ihr eigentlich was? Ich habe festgestellt, ah ne, ihr hört nichts, warte mal, ihr konntet noch gar nichts hören, dass der Ingame-Sound ein bisschen leise war vielleicht gestern. Jetzt muss ich einfach mal ein bisschen mehr Saft drauf geben. So, mal so ein bisschen, ne? Wenn es zu laut ist und nämlich nicht mehr versteht, dann sagt bitte Bescheid. Wie viel Uhr ist? Es ist 10. Das ist wunderprächtig. Ich drücke auf Starten. Kommt da ein Video? Ich mache mir lieber blind. Nach Englands Sieg über Frankreich in der Schlacht von Bremen war die Normandie wieder in der Hand von König Heinrich. Doch ein Jahr später wendete sich sein Glück ins Gegenteil. 1120 starb sein Sohn und Erbe Wilhelm Äteling bei einem Schiffsunglück. Die Zukunft des Königreichs war in Gefahr. Heinrich brauchte dringend einen neuen Erben. Da er keine lebenden ehelichen Söhne mehr hatte, brach er mit der Tradition und wählte seine Tochter Matilda. Heinrich ließ seine Barone schwören, Matilda als Königin anzuerkennen. Doch als der König starb, brachen sie das Versprechen. England sollte nicht von einer Frau regiert werden. Matildas Vetter Stefan ergriff die Gelegenheit und beanspruchte den Thron. Die Krise erreichte die Hauptstadt. In der Westminster Abbey wurde Stefan zum König gekrönt. Doch Matilda wollte, was ihr zustand. Sie versammelte mächtige Unterstützer, die für ihren Anspruch in den Krieg ziehen würden. Ihr Konflikt ließ England im Bürgerkrieg versinken. Kämpfe wüteten im ganzen Land. 1141 konzentrierte sich alles auf eine der strategisch wichtigsten Städte im Königreich, Lincoln. Matildas Verbündete hatten die Festung eingenommen. Doch König Stefan war entschlossen, sie zurückzugewinnen. Er belagerte die Burg und es entstand eine Pattsituation. In der Morgendämmerung des 2. Februar sollte sich alles ändern. Matildas Halbbruder Robert von Gloucester eilte herbei, um die Belagerung zu brechen. Als Roberts Kräfte sich näherten, wandte sich Stefans Armee von der Burg ab und stellte sich ihnen entgegen. Robert könnte für Matilda die Krone erobern, sollte seine Armee an diesem Tag siegreich sein. Yeah! So, der Vollständigkeit halber Quark, Hi Ente und Hi Kefrina und ja, alle erwischt, glaube ich. Grüßt euch. Erste Schlacht von Lincoln, 1141. Die Burg bei Lincoln wurde belagert. In ihrem Inneren warteten die treuen Truppen Kaiserin Matildas auf die Rettung durch ihren Halbbruder Robert von Locksley, ne, ist jemand anders, von Gloucester. Doch um die Belagerung zu durchbrechen, würde Robert den König gefangen nehmen müssen. Schauen wir mal rein. Gloucester, okay.
RIP. Robert von Gloucesters Truppen näherten sich Lincoln. Ihre Aufgabe, die Burg von der Belagerung durch König Stefan zu befreien. Sind das Ritter? Während Kaiserin Mathildas treue Truppen versuchten, von innen standzuhalten. Zunächst legten Roberts Truppen einen Hinterhalt, um feindliche Verstärkungen davon abzuhalten, die Armee König Stephans zu unterstützen. Was? Ist das richtig? Wie Hinterhalt? Was soll ich tun? Legen Sie alle Einheiten in den über einen Hinterhalt. In den Wald. Position halten. Hallo, ich habe allen befohlen, die Position zu halten. Soll der Blödsinn? Hä? Bug? Ah, warte mal. Da unten ist auch ein Ort für einen Hinterhalt. Aber. Was muss ich machen? Bin ich hier Stealth im Wald oder wie? Da fällt so ein riesen Pferd, so ein riesen Gaul nicht auf. Was ist das für ein Schwachsinn? Hallo Kevin! Und da können wir nicht runter? Keine Geraden? Ah ne, halt, das liegt am Wald. Okay, alles klar. Vielleicht noch ein Ticken weiter nach vorne? Ich bin gerade echt ein bisschen lost. Ja, vielleicht muss ich sie echt aufteilen. Mal ein paar da rüber. S wie Stop. Oder gibt's doch was anderes? Position halten. Gibt's da noch eine andere Taste? Ah, V. Lol. Nicht S. S ist nur anhalten und V ist... Halten keine Position. Klicken Sie, um sie bevor... Oh Gott. Oh, das geht ja gut los. Sie versteckten sich in einem geschützten Wäldchen und lauerten dort auf den Feind. Total geschützt. Völlig versteckt. Und jetzt? Eliminieren Sie die erste Kolonie. Kolonne. Und jetzt greife ich an.
Jo, jetzt macht es noch mehr Sinn, hier einen Hinterhalt zu legen. Wenn hier eh schon 1000 Leichen liegen. Er siegte die erste Kolonne von Stephans Verstärkungen, aber er wusste, dass noch mehr auf dem Weg waren. Und wo kommt die zweite Kolonne? Ist sie vielleicht da unten? Gehen wir doch lieber wieder da rein. Ja, ja, die kommt auch von da unten. Da ist ein Stern. Jetzt kommen wir eh nirgendwo anders mehr hin. Wer pfeift hier? Ach, scheiß drauf. Greift an. Das war voll der beschissene Hinterhalt. Dementsprechend habe ich jetzt keine Reiter mehr. Hinterher! Indem er weitere Verstärkungen von Stephan eliminierte, konnte Robert die Belagerung fortwährend schwächen. Ja, ob es der Hinterhalt jetzt echt rausreißt, ne? Oder heißt Hinterhalt, ich soll von hinten angreifen? So viel Truppen haben wir ja jetzt ja nicht mehr. Wenn da jetzt eine größere Armee kommt, zumal ich auch nichts mehr sehe, ne? Keine Vision, keine... Keine Reiter. Wo bewegt sich Gras? Wo sind sie? Klasse. LOL. Hat ja super funktioniert. Wer hat hier eigentlich wem gerade aufgelauert? Naja, wird schon reichen. Eieiei. Ziemlich stark, ne? Ziemlich tanky. Früher Waffenknecht. Roberts Mannen dezimierten die Verstärkungen von König Stephan und waren kurz davor, die Belagerung zu durchbrechen. Als er den Vorstoß in Richtung Linken fortsetzte, schickte Robert eine große Anzahl von Verstärkungen, um seiner Vorhut zu helfen. Um die Belagerung weiter zu schwächen, musste Robert Stephans Versorgung abschneiden. Er nahm die nahegelegene Marktstadt ins Visier. Marktstadt. Kommt, Leute, wir gehen wieder in den Wald. Das hat ja so super funktioniert. Wir pirschen uns ran. Komplett Stealth. Halte die Fresse! Oh.
Hinterher! Das ist wie ein Kingdom Come Deliverance. Da pfeife ich auch die ganze Zeit. Nach meinem Pferd, ohne es zu wollen. Voll übertrieben. Eine große Gruppe von Rittern, die für Mathilda kämpften, trafen Lincoln ein, um Roberts Armee zu unterstützen. Ey, killt die gleich mal. Keine Gefangenen. Als die Marktstadt in Trümmern lag, begannen die Vorräte von König Stefan zu schwinden. Robert erhielt Nachricht davon, dass walisische Truppen unter Mathildas Banner unterwegs waren, um sich mit ihm zusammenzuschließen. Kreuzritter, das sieht mal richtig aber hübsch König aus. Stefan ließ die Straßen nach Lincoln gut bewachen, sodass die Route selbst für die zähen Waliser nicht ohne Risiko war. Diese Einheiten sind Verbündete, sie können sie nicht direkt kontrollieren, aber sie helfen ihnen im Kampf. Ist klar. Bogenschützen, wo sind sie? Auf geht's, hier hin. Ein Ritter tankt mal rüber. Auf dem Weg nach Lincoln wurden Mathildas walisische Verbündete von den Soldaten des Königs überfallen. Roberts Mannen mussten den Walisern helfen, wenn sie beim Durchbrechen der Belagerung wiederum ihre Hilfe zählen wollten. Attacke. Erstmal Pferde rein. Los. Ihr kommt bestimmt irgendwann nach. Ah, da müsstest du dann die Pferde richten, ne? Ihr helft denen. Verbündete Truppen schlossen sich auf dem Weg nach Lincoln zusammen, um die Belagerung aufzuheben. Was mit dem Speicher nur bei mir so ist, weil ich das Spiel nicht auf einer SSD habe, das leckt immer so. Hey, das war ein guter Angriff, ne? Ich hab gar nichts verloren, glaube ich. Wer hat nochmal gesagt, die Grafik ist scheiße? Diese Bombe. Habe auch gelesen heute irgendwo, Age of Empires 4 würde nicht mal so gut wie Age of Empires 3 aussehen. Ey Leute, guckt euch nochmal Age of Empires 3 an. Mit Baldares. Mit Baldrian. Komm, wir gehen noch mal in den Hinterhalt, weil das so gut funktioniert. Oha. Roberts Truppen entdeckten eine große Kompanie von Stefans Soldaten, die die Burgtore bewachten. Wenn sie Lincoln befreien wollten, mussten sie die Blockade durchbrechen und die Armee vernichten. Das ist gar nichts für Pferde. Wenn ich das richtig sehe. Schon ein bisschen so wie ein Siedler 4 Gemetzel, ne? Auf the Woods von der WM. Nur mit weniger Truppen und in besserer Grafik.
So, ich glaube, jetzt können dann auch die... Ich werde mal so ein bisschen von hier oben mitstressen. Nee, ich habe alle getötet. Wir können einfach rein? Was ist das denn? Roberts Mannen schlossen sich schließlich mit Lincolns Garnison zusammen. Sie konnten nun die Burg nutzen, um ihre Armee zu verstärken. Um die Belagerung aufzuheben, mussten sie die feindlichen Lager rund um die Burg zerstören. Leck. Okay. Belagerung. Alles klar, alles klar, alles klar. Produktion, Holz. Wo haben wir Nahrung? Hier ein bisschen. Bogenschützen vor. Und vor allem Bogenschützen auf die Mauern. Das ist cool, ne? Das ging ja früher, das ging noch bei keinem anderen Age. Oh ja, da gehen richtig Bogenschützen auf die Mauer. So stelle ich mir das vor. So. Fahren wir ein paar Updates. Warum kann ich kein Gold? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht noch ein paar hier rüber. Hier, kommt da runter. Da oben brauche ich euch nicht. Nice. Und da packen wir dann noch ein paar Armbrustschützen dazu. Okay, Bogenschützen kosten eh kein Gold, sehe ich gerade. Dann mach hier mal. Haben wir irgendwo eine Schmiede stehen? Wie war das? Ich drücke einen Dorfbewohner an und sehe, dass ich nicht genug Rohstoffe habe erstmal, aber okay. Wird schon. Ist das ein Problem? Nö. Routenstellung. Keine Ahnung. Machen wir mal. Oh, nee, nicht Route, ne? Routen. Was auch immer das ist. Leute, ich brauche Updates. Macht mal hinne. Vor allem brauche ich Gold. Können weiterschießen, ne? Du willst jetzt auch ballern? Was ruft denn ihr jetzt da raus? Haut das Katapult weg. Auf geht's. Wenn wir schon mal da sind. Das Katapult weg.
Oha. Ein Lager weniger, hä? Mathildas Truppen führten einen heftigen Angriff und zerstörten eine von König Stephans Belagerungsstellungen. Wir haben nicht genug Gold! Was macht ihr hier? Weg da, weg da, weg da. Okay, jetzt. Ist das effektiv dagegen? Keine Ahnung. Oha, da lasse ich jetzt aber federn. Wir gehen. Alle tot. Wäre auch zu einfach gewesen, ne? Ey, jetzt haben wir auf einmal 1000 Gold. Mal davon abgesehen. Hier, Update. Mönch. Mönch, Mönch, wir brauchen Heiler. Heiler braucht das Land. Brauchen mehr Bogenschützen. Rute, die hat es nicht wirklich gebracht. Die brauchen wir nicht mehr. Wo kann ich hier eigentlich Pferdereiter ausbilden? Eigentlich kann ich alles in der Burg da vorne an der Front ausbilden, ne? Und hier haben wir noch was zum Updaten. Okay. So, immer noch genug Bogenschützen. Daher dürfte eigentlich trotzdem nicht so viel passieren, ne? Das Katapult ist natürlich ärgerlich jetzt. Muss weg, Leute. Also, wir brauchen Ritter, hilft nichts. Jawohl, zu weit vorne getroffen. Hier ballert der Turm mit, den wir auch ausbauen. Aha, und der zeigt mir jetzt mal, wie man so einen Rambock verwendet. Also so nicht. Wie sie flüchten. Ich finde das geil. Lass die mal wegrennen. Netz aus Zitadellen mit Angriffsgeschwindigkeit. Kevin. Bogenschützen hoch. Ah, was ein Pfeilgehagel hier. Nice.
Katapulte? Brauchen wir Katapulte? Nö. Also Nahrung ist ganz dufte, Holz ist schon besser. Eigentlich haben wir alles, ne? Jetzt ziehen wir noch kurz die Updates durch. Können wir eigentlich ins nächste Zeitalter? Nee, können wir nicht. Fehlt uns noch ein Gebäude? Ja, ein Stall ist nicht... Dorfzentrum, Marktplatz 2, Stall. Bauen wir noch irgendwo einen Stall hin? Welchen hatte ich jetzt angewählt? Dich hier. Oha. Und da die Kaputtgeh-Animation vergessen? Kaputtgeh-Animation? Was redet der alte Mann da, gell? Oha, gleich kein Gold mehr. Ja, hilft nichts. Wir brauchen wieder eine Ausfall... Eine ausfallende, wunderschöne Ausfalltruppe. Oh, reduziert die Ausbildungsdauer. Das nehme ich. Okay, hier haben wir auch nochmal Felder. Aber dass mir hier gleich das Gold ausgeht, ist ein bisschen... Genau am Turm. Gute Idee, Herr Rambock. Ey, da, was leuchtet denn der da so? Schon bitter, ne? Die Reichweite von der Burg, ich könnte das eigentlich auch noch machen, ne? So. Das war's jetzt. Hier muss doch noch irgendwo Gold sein. Kann nicht sein. Ja, 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 sehr schön. Christ, hat ja alles ewig. Ja, nee, so geht's halt nicht mit deinem Katapult. Aber das ist schon nice, ne? Man baut auf einem Berg, das ist ja hier auf einem Berg, große Mauern, setzt da Langbogenschützen drauf, dann hat man natürlich üble Reichweite. Der da schießt doch gerne mit. Jetzt haben wir keine Steine mehr. Und die haben wir auch schon alle abgebaut. Hm. Hier ist doch bestimmt noch was. Komm schon. Bestimmt. Okay, langsam haben wir wieder eine Truppe. Da, stellt euch mal da raus. Dann brauche ich euch hier auch auf der Mauer nicht mehr. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Ihr geht da rüber. Rest bleibt da. München nehmen wir auch mit. Ich nehme auch noch mit.
wären mehr Ritter geworden. So, und ihr habt jetzt hier genug Spaß. So, und wir greifen jetzt hier an. Ich hab das hier ja schon fast gesäubert, oder nicht? So. König Stephans Reihen lichteten sich, als Mathildas Kämpfer eine weitere Belagerungsstellung zerschlugen. Weiter. Nintendo. Ja, scheiße für die Pferde, ne? Die gehen natürlich hier an den... Das war's doch. Die Armee des Königs war verstreut. Und wer nicht gefallen war, ergriff die Flucht. Arr. König oh. Stephan wurde im Schutz seiner Männer gesichtet. Um die Belagerung zu beenden, mussten Mathildas Streitkräfte Stephan gefangen nehmen und seine Armee in die Flucht schlagen. Oha. Ey, wenn da auch mal was fertig werden würde, ne? Ein paar Dingens. Jetzt haben wir keine Nahrung mehr. Ja, greif erstmal die Burgmauern an. Wir kämpfen hier unten. Ihr steht nice an der richtigen Stelle. Katapulte weg und Rückzug. So. Und aufstellen. Reicht das? Ich glaube schon. Gelang es Mathildas Männern, König Stephan gefangen zu nehmen.
Mathildas Truppen hatten die Schlacht von Lincoln für sich entschieden. Errungenschaft freigeschaltet. Belagerungsbrecher. Die Krone war noch nicht vorbei. Yeah!